Wo versteckt sich Spidey? Hallo ihr Lieben, wir würden uns sehr freuen, wenn wir für euch noch ganz viele Folgen machen könnten. Damit das aber auch klappt, abonniert bitte unseren Kanal und gebt uns einen Daumen nach oben. Vergesst nicht, die zwei versteckten Bienen in der Folge zu suchen. Am Ende der Folge gibt es wieder die Auflösung, wo sich die zwei Bienen versteckt haben. Und jetzt viel Spaß mit unserer neuen Folge. In der Schule von Grünfeld. Und da ist Spidey, einer meiner Riesenvogelspinnen. Wow! Wow, ist die riesig! Ih, die ist ja eklig. Ja, finde ich auch. Eine? Wie viel haben sie denn? 5. Wow! Cool! Spidey habe ich euch mitgebracht, weil sie die sanfteste und zutraulichste ist. Sie lässt sich auch gerne halten und streicheln. Ihr müsst nur leise sein. Sie mag ungern Lärm. Da versteckt sie sich. Will es einer von euch versuchen? Ich nicht. Nein, ich auch nicht. Ja, ich bitte. Hier, nimm sie. Aber wirklich leise und sanft mit ihr umgehen. Cool, das kitzelt hier. Alles bei dir, wie geht es dir? Beißen die Vogelspinnen, Frau Bosch? Ja, sie können beißen. Aber nur, wenn sie sich bedroht fühlen. Das ist hier nicht der Fall. Ist ja super schön. Gut, mag sie noch verhalten? Okay, keine. Dann gebe ich sie in ihre Transportbox. Später ist auch noch die andere Klasse hier. So cool, ich mag auch eine Vogelspinne. Wirklich? Dann komme ich dich aber nicht mehr besuchen. Bis später, Frau Bosch. Bis später, Frau Ernst. Schule Grünfeld, Frau Hammerschmidt am Apparat? Ja, genau. Mhm. Ja, der hat gerade Unterricht. Soll ich ihm etwas ausrichten? Mhm. Ja, gut. Mache ich. Ja, bis dann. Tschüss. Gut, es ist die letzte Stunde. Wir machen weiter im Unterricht. Ja und, wisst ihr, was Vogelspinnen fressen? Ja, Max? Grillen, denke ich. Ja, genau. Was noch? Wie fängt denn eine Vogelspinne ihre Beute? Ja, Julia? Sie lauert der Beute auf. Super. Ja, die Vogelspinne ist ein Lauerjäger. Ihr wisst ja schon Bescheid. So, lasst mich mal kurz in meine Notizen in mein Notebook sehen. Mhm. Ja, genau. Wisst ihr auch, wie viele Jungtiere eine Vogelspinne haben kann? Zu Hause bei Familie Biene. Hallo! Hallo, da sind wir schon. Hallo Kinder, wie war euer Tag? Ach, zuerst mal die Schultasche runtergeben, die ist heute so schwer. Voll cool, Papa. Wir haben heute eine Tarantel in der Schule gesehen. Ja, Papa, die war voll riesig. So groß war die. Und da habt ihr euch echt nicht gefürchtet? Nein, Papa, wir dürften es beide sogar streicheln. Also ich habe sie nicht gestreichelt. Die war schon ein wenig eklig. Naja, so große Spinnen mag ich auch nicht. Schon gar nicht, wenn sie im Haus sind. Miau. Aber wir haben ja Daisy. Ja, du bist eh unsere brave Katze. Was war das denn? Sieht so aus, als hätte Daisy einen Geist gesehen. Die wird schon wieder kommen. Ich gehe jetzt noch schnell duschen und dann können wir essen. Okay, wir gehen inzwischen auf unser Zimmer, Papa. Nanu, warum ist denn meine Schultasche offen? Sarah, hast du etwas rausgenommen? Nein, warum? Weil meine Schultasche offen ist. Komisch. Hm, vielleicht ist sie einfach von selbst aufgegangen. Ja, vielleicht. Mm-hmm.
eine schöne Dusche. Lalalala, lalala. Ah, das war erfrischend. Wo ist denn schon wieder das Haarhandtuch? Mein Gesicht ist ganz rau. Ich mache mir mal eine Gesichtsmaske von Maria drauf. Wo ist die denn? Ah, da, hab sie schon. Kurz einwirken lassen und abspülen. Was ist denn das? Aha! Aha! Ah! Ah! Ach du meine Güte, was ist denn das für ein Monsterding? Papa, Papa, was ist denn los? Warum schreist du denn so? Da ist gerade eine Riesenspinne unter das Bett gelaufen. Ah, wie siehst du denn aus? Oh, das ist nur eine Gesichtsmaske. Entschuldige. Ist das die von Mama? Ja, aber die kann ich auch benutzen. Aber jetzt lenk nicht ab. Das war wirklich eine Riesenspinne. Aber Papa, sonst hast du ja auch keine Angst vor Spinnen. Ja, aber das sah so aus wie eine Vogelspinne oder eine Tarantel oder sowas. Was? Wo ist sie denn? Sie ist da unter das Bett gelaufen. Aber ich sehe nichts. Seht ihr was? Dreh dich mal um. Bei der Lampe dort stehen riesige Spinnenbeine hervor. Ich sehe mir die mal an. Bitte sei vorsichtig, Max. Aber das ist doch Spidey. Die ist ja komplett harmlos. Spidey, komm doch her. Ja, da bist du ja, meine Kleine. Komm hervor. Psst, sei leise. Sie hat doch nur Angst, wenn es so laut um sie ist. Hab sie. Ist sie nicht super schön? Also wir rufen jetzt sofort in der Schule an. Kannst du mir bitte mein Handy bringen, Sarah? Ja, ich gehe schon. Ich muss nicht unbedingt bei dem Monster-Ding sein. Ein wenig später. Da bist du ja, du Ausreißer. Wir haben dich schon überall in der Schule gesucht. Sie ist aus ihrer Transportbox ausgebrochen. Ja, ich glaube, sie ist in meine Schultasche gekrabbelt und ist so mit hierher gekommen. Oh, ich bin so froh, dass die nicht in meiner Schultasche war. Weh. Also Max, gib's beide jetzt zurück. Och, ich hätte noch gerne auf sie aufgepasst. Bei mir hat sie ein super schönes Terrarium zu Hause, wo sie sich wohlfühlen kann. Du kannst ja besuchen kommen. Oh ja, wirklich? Papa, darf ich? Ja klar, wir können sie besuchen. Cool. Tschüss, Spidey. Wir sehen uns bald. Ich komme dich besuchen. Dann komm her, meine Süße. Ihr seht euch ja dann bald mal wieder. Hallo, ihr Lieben. Also, so eine Vogelspinne ist ja wirklich ekelig. Wow. Na, konntet ihr in der heutigen Folge die zwei versteckten Bienen finden? Ja, richtig. Die erste Biene hatte sich in diesem Bild versteckt. Seht ihr die Biene? Und die zweite Biene konntet ihr in folgendem Bild finden. Na, habt ihr alle zwei Bienen richtig gefunden? Wenn euch die Folge gefallen hat, hinterlasst uns einen Daumen nach oben und abonniert unseren Kanal. Ihr könnt uns auch gerne auf Instagram oder auf Facebook eine Nachricht schreiben. Wir würden uns sehr darüber freuen. Bis zur nächsten Folge. Tschüss!